Halt, stopp! Ich bin die Schönste hier, das sieht man durch, eben die Göttin der Schönheit. Oh nein! Was willst du denn, du aufgedonnerte Dussi? Ich bin die Klügste hier, die Göttin der Weisheit, und ich habe erst letzte Woche einen Intelligenztest gemacht. Das Testergebnis? Wahnsinnig schlaues, außergalaktisches, hyper-mega-extra-universal-Genie. Wie siehst du denn eigentlich wieder aus? Du, mit deinem hässlichen, altmodischen Laborkittel. Noch nie etwas von Zara oder H&M gehört? Ach, aber das sind ja doch keine Begriffe. Sieht ganz danach aus, als ob sich eine Wissenlücke aufmacht. Ein Graus, dein Anblick. Was erlaubst du dir denn eigentlich? Ach, Athene, ich erlaube mir alles. Ach, ihr seid alle langweilig. Der Wichtigste hier bin ich, der Gott der Künste. Ohne mich gäbe es auf der Erde keine Farben, keine Gedichte und keine Musik. Ach, was wären wir nur ohne Apoll? Ach, unser lieber Apoll. Er ist der Allerbeste. Macht euch mal locker, das geht hier ja voll ab, ey Mann. Ich bin hier der Beste und Coolste von allen. Ich bin schließlich der Gott der Freude und Ekstase. Ein richtiger Partyheld eben. Oh nein! Ich bin der Stärkste und Mächtigste. Was für ein toller Body, nicht wahr? Oh nein! Das ist das Ergebnis meines Kraft-Fitness-Sportprogrammes. Ich bin so fit, ich will kämpfen und nicht quatschen. Ich bin schließlich der Gott des Krieges und nicht der Kommunikation. Na dann knüpfte doch Apoll vor, den Gott der Künste. Unser Muttersöhnchen ist viel zu sehr mit seinen Schutzgöttinnen der Künste, den Musen, beschäftigt. Wollte mich jemand sprechen? Nein, nein, keine Sorge. Dein Name ist nicht einmal gefallen. Ach, Apollolein. Der kriegt ja wieder mal nichts mit. Ich bin jedenfalls der Lustigste. Kommt, lasst uns feiern. Das ruiniert mein Taunt. Ich könnte dir eine Gesichtsfarbe leihen, Aphrodite. Was soll ich mit deiner Gesichtsfarbe? Dann lass uns zur Pommesbude gehen. Das sieht mein Jedblon nicht vor. Tut mir leid. Ich könnte etwas komponieren. Oh nein. Ich bin der Stärkste. Du wiederholst dich! Warum sind wir eigentlich alle, wie wir sind, so ganz und gar verschieden und nicht alle gleich? Auf der ganzen
Zeus, die Kinder streiten schon wieder. Ich frage mich wirklich, was wir in der Erziehung falsch gemacht haben. Es ist wirklich nicht zum Aushalten. Man kann ja nicht mal in Ruhe den Wetterbericht studieren. Meine Migräne befällt mich schon wieder. Zeus, du musst ein Machtwort sprechen. Ja, sofort, aber was? Dieser ewige Streit hier am Olymp muss endlich aufhören. Der Allerbeste, Allerschönste, Allerklügste und überhaupt der Allertollste bin ja ich. Aber du hast recht, uns sollte etwas einfallen. Ist dir schon etwas eingefallen? Nein. Na, dann wird's jetzt höchste Zeit, dir etwas einfallen zu lassen. Du kannst auch denken. Schließlich leide ich unter Migräne. Ich könnte. Ich hab's. Ein Wettbewerb muss her, wer der Beste ist. Also eine Olympiade, sozusagen. Ganz genau. Kinder, kommt doch mal her. Jawohl, du natürlich auch. Ich habe eine grandiose Idee, wie dieser ständige Streit hier im Olymp endlich beendet werden könnte. Hä? Also, ihr sollt in einem Wettbewerb eure Stärken aneinander messen. Jeder von euch darf für einen Tag auf die Erde reisen und die Geschicke der Menschen bestimmen. Ist das klar? Ja. Habe ich Stärke gehört? Dann fange ich wohl an. Was gibt's zu gewinnen? Vielleicht gibt's Eintrittskarten für die Metropolitan Oper in New York City. Ach, Apoll, in dieser großen Stadt bekommst du doch schon wieder Schluckauf. Ach, Apollchen, wir beide in der Oper, das wäre schön. Absolut, das wäre fantastisch. Oder wir beide in der Musikschule beim Üben. Ist dieser Wettbewerb etwa anstrengend? Ich muss mich erst zurechtmachen. Jetzt fang nicht schon wieder an. Der Beste erhält die Ehre, der Sieger zu sein. Apoll wird sowieso gewinnen. Einen Moment noch. Jeden Abend soll unser Bote Hermes uns von dem Experiment berichten. Hermes! 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 Hier bin ich, zu Ihren Diensten. So soll es sein. Ich erkläre die Olympiade für eröffnet. Yay! Auf zum Streit! Thank you.
Na, das muss ich mir mal ansehen, was da unten auf der Erde so abgeht. Aha. Da ist ja ganz schön was los. Ares voll in seinem Element. Jede Menge Kriege, Schlachten und Gemetzel. Aber allmählich sollte er mal aufhören. Sonst gibt es gar keine Menschen mehr. Für die nächsten Kandidaten der Olympiade wäre das auch ziemlich dumm. Meine sehr verehrten Götter, es gehört zu meinen Pflichten, euch von den Ereignissen auf der Erde zu berichten. Ares führt dort Riesenkriege. Bald lebt nicht mal mehr eine Fliege. Oh nein! Nicht mal mehr eine klitzekleine. Ihr müsst das Experiment beschließen, sonst werden sich dort noch alle erschießen. Doch nicht so. Hole Ares sofort zurück mit einem geölten Blitz. Ja, sofort. Wo ist mein Ölkännchen? Ach, hier ist es ja. Also ich glaube, du hast ein bisschen zu viel Öl genommen. Ach! Immer wenn es am schönsten ist, muss ich wieder zurück. Menno! Du hast deine Prüfung nicht bestanden. Nun bekommt Aphrodite ihre Chance, die Göttin der Schönheit und Liebe. Das kann ich wohl besser als Ares mit seiner grässlichen Gewalt. Nun, man sieht sich auf Erden wieder. Muss nur noch mein Beauty Case holen. Dann geht es los. Bye bye! Ich liebe die Schönheit.
Dieter ist mein Name, eine wunderschöne Dame. Vom Kopf bis zu den Zehen, das können alle sehen. Die Haare so weich wie Seide, eine wohlgeformte Statur. An den Armen funkeln der Geschmeide, ein Wunder der Natur. Ich will schön doch die Schönheit kommt nicht von allein. Ein bisschen Mühe muss schon sein, denn das lässt sich nicht vermeiden. Wer schön sein will, muss leiden. Die Haare waschen, föhnen, legen, die Nägel. Eine neue Kundin. Willkommen im Schönheitssalon. Deutsche wieder. Meine Damen, ich habe es eilig. Könnten Sie vielleicht? Das ist meine Mitarbeiterin, Signorina Eleganza. Bei meiner Chefin Bellatrix seid ihr in den besten Händen. Immer muss ich mich selbst vorstellen. Also, ich beginne jetzt. Seid ihr alle bereit? Ästhetika, Ästhetika Rosenduft mein Name. Einfach ästhetisch, nicht wahr? Zuständig für die Schönheit der Menschheit. Und das hier ist? Hyalurona. Ich stehe jeden Tag im Kampf gegen den Gletscherspalt im Gesicht der Leute. Wo ist denn bloß meine Antifaltenspritze? Ups, war das die Antifaltenspritze? Und ich dachte, das war die Betäubungsspritze. Dr. Sorgenfrei, Dr. Sorgenfrei. Ja, ich komme ja schon. Was ist los? Also ich glaube, Ihre Patientin hat Schmerzen, wenn auch ohne Falten. Wie geht es Ihnen? Schlecht. Was machen Sie mit mir? Nun, beginnen Sie doch mit Ihrer Arbeit. Für mich das Sundum Beauty Premium Paket Eye for Pretty. Und die hier und alle, die noch kommen, das Notfallrestaurationsprogramm ab heute gratis. Pretty, schreib mit! Was ist denn jetzt schon wieder? Kann man sich nicht mal in Ruhe die Fingernägel lackieren? Bin bereit, Chefin. Zur Notiz für Frau Aphrodite.
Das Rundum Beauty Premium Paket I Feel Pretty und Gratisbehandlungen für alle anderen bringen ein Schild an der Tür, auf dem Gratisbehandlungen für alle steht. Das wurde endlich Zeit, wenn man sich die Leute hier so ansieht. Naja, lassen wir es unkommentiert. Die Rechnung bitte am Vater Zeus. Um Himmels Willen, Straße 99.999 Olymp 39.099 Land der Götter. Rechnungen für jeweils 99.999 Euro zum Versand ins Land der Götter vorbereiten? Ach, Pretty, doch nur eine Rechnung. Hallo, machen Sie mal weiter hier. Chefin, was haben wir noch an Lippen in der Kühltruhe? Diese hier müssen unbedingt vergrößert werden. Moment, ich schau mal auf meine Liste. Meine Haare werden unbedingt mal wieder zu waschen. Ich warte hier schon 3 Stunden. Und meine Nägel werden dringend mal wieder zu pflegen. Ich warte schon genau seit 3 Minuten und 53 Sekunden. Ich würde mich sogar mal schminken lassen, aber das ist ja nie möglich in diesem Saftladen. So eine Unverschämtheit! Wir kommen nie wieder! Besser als Ihre sind Sie allemal. Sind Sie auch einverstanden, dass ich Ihnen diese neuen, viel schöneren Lippen annähe? Natürlich, man gönnt sich ja sonst nichts. Fräulein Hyalurona und Ästhetika, ich brauche Ihre Assistenz. Wir haben hier einen schwierigen Fall. Entschuldigen Sie bitte, am besten Sie schneiden sich inzwischen selbst eine Glatze. Danach bekommen Sie eine hübsche Perücke. Was erlauben Sie sich da? Das ist eine Unverschämtheit. Sie können sich inzwischen sich selbst an Cremen einwirken lassen und mit diesem Feuchtigkeitstuch alles wieder abwischen. Bei diesen Gletscherspalten braucht man viel Zeit und Geduld. Na, hören Sie mal, also wirklich, naja, heute gibt es ja alles gratis, da kann man sich schon mal selbst eincremen. Zu Ihren Diensten, Herr Dr. Sorgenfrei. Schönheitssalon und Beautyklinik, Dolce Vita, Fräulein Pretty Apparat, wie kann ich Ihnen helfen? Ah, eine Vitamin- und Zellenaufbaukur soll es also sein. Ein Moment bitte. Chefin, haben wir heute noch Zeit für eine Ganzkörperfettabsaugung, Bauchdeckenstraffung und Fußverlängerung für Frau Morgenduft? Bin beschäftigt, das siehst du durch. Frau Morgenduft soll am Apparat bleiben. Ich würde Sie gerne persönlich sprechen. Frau Morgenduft, sind Sie noch da? Die Chefin hat keinen Plan, sie will Sie aber persönlich sprechen. Ich setze Sie inzwischen in die Warteschleife. Hallo, ich möchte mir die Haare waschen. Und ich möchte mir die Nägel lackieren. Hallo! I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright and I pity any girl who isn't me tonight. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel and so pretty that I hardly can believe I'm real. See that pretty girl in that mirror there. Who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing. Feel like running and dancing for joy. For I'm loved by a pretty, wonderful boy. Na, das muss ich mir mal anschauen, was da unten auf der Erde so abgeht. Aha, alles schön bunt, Aphrodite voll in ihrem Element. Jede Menge Kleider, Schmuck und Spiegel. Aber auf die Dauer scheinen sich die Menschen in ihrer Schönheit zu langweilen. Ziemlich dümmlich sehen sie aus.
Meine sehr verehrten Götter, es gehört zu meinen Pflichten, euch von den Ereignissen auf der Erde zu berichten. Aphrodite hat zwar alles schön gemacht, doch auch die Langeweile mitgebracht. Oh nein, alle sehen nun gleich aus. Ihr müsst das Experiment stoppen, sonst hören die nie mehr auf. Ach, wir wissen nicht, was das alles soll. Jetzt sind wir alle eine und finden's gar nicht toll. Zeus, Zeus! Schrei doch nicht immer so. Hole Aphrodite sofort zurück mit einem flammenden Blitz. Gute Idee. Wo ist mein Feuerzeug? Bitte schön, hier ist Ihr Feuerzeug. Ach, hier ist es ja. Meine Frisur! Vor dem schnellen Rückflug bin ich komplett zerzaust. Du hast die Menschen nur eitel gemacht. Nun bekommt Athene ihre Chance. Keine Frage, Klugheit ist nun mal viel, viel wichtiger als Schönheit. Nun sollen die Geschicke der Menschen hier auf der Erde nach meinem Willen leben. Alles, was die Menschen wissen, wissen sie von mir. Aber ich weiß nicht mehr, wo der Kopf mir steht. Und was ist eigentlich mit diesen hier? Wer unterrichtet sie? Fühlt sich hier keiner zuständig? Die Armen wissen doch gar nicht, wie man richtig zum Wissen kommt. Nun lasst uns mit dem Unterricht beginnen. Regel Nummer 1. Vieles zu wissen, das genügt mir nicht. Daher passt gut auf. Kopf mir steht. Alles, was die Menschen wissen, wissen sie von mir. Von dem und etwas, der bei dir oder nicht, von mir. Allgemein bei uns ist der Kontakt, das Alphabet. Ich weiß nicht mehr, wo der Kopf mir steht. Wo der Kopf mir steht. Alles, was die Menschen wissen, wissen sie von mir. Bei dem und dem, was ihr bei dir und nicht von mir. Allgemein für uns ist der Verdammtes Alphabet. Ach, ich weiß nicht mehr, wo der Kopf mir steht. Regel Nummer 2. Das Grundwissen muss sorgfältig vorbereitet werden. Man nehme das Wissen aller Wissenschaftler und gebe es in die richtige Reihenfolge in einen Topf. Bitte hol mir einen Topf.
Wie gesagt, wichtig ist die richtige Reihenfolge und die Gewürzmischung aus Schlangendarm, Eidechsenblut und Rosenblättern. Schlangendarm, wie eklig! Eidechsenblut, wie grausig! Rosenblätter, wie kitschig! Igitt! Ach Gott, ist das alles viel! Ja, so viel! Das werden wir schon hinbekommen. Natürlich, wir sind ja so gescheit. Ruhe! Wichtig ist, dass ausreichend Natriumchlorid im Topf ist. Man gibt außerdem Schwefelsäure, Quecksilber und eine Prise Nitroglycerin hinzu. Das Ganze bringt man dann zum Kochen. Voll cool! Ruhe! Die kochende Flüssigkeit wird dann direkt mit einem Trichter durch das Ohr ins Gehirn geleitet. Wir werden jetzt einigen die Flüssigkeit einflößen. Unglaublich! Voll krass! Ich bin beeindruckt! Wahnsinn! Nicht wahr? Jetzt müsst ihr beweisen, was ihr gelernt habt. Die Prüfung beginnt jetzt. Was? Jetzt? Ja, jetzt. Wissen, das steckt in Büchern, das weiß ich, das habe ich gelernt. Hier sind die Bücher. Wie war nochmal die Reihenfolge? Also ich würde sagen, mit Nikolaus Kopernikus beginnen, einer der bedeutendsten Astronomen des Mittelalters. Er fand heraus, dass die Sonne im Zentrum steht und sich alle Planeten, auch die Erde, um die Sonne drehen. Man nennt den Übergang zu diesem neuen Weltbild auch kopernikanische Wende. Dann Kepler, ein Astronom, der anfangs des 17. Jahrhunderts die Gesetzmäßigkeiten der Planetumlaufbahnen erkannte. Dann Isaac Newton, war ein Physiker, Mathematiker, Astronom und einer der bedeutendsten Naturwissenschaftler. Er fand die Grundkenntnisse der Mechanik und führte die Begriffe Kraft und Masse ein. Dann Humboldt, war ein deutscher Naturforscher. Er betrieb wissenschaftliche Studien in den Bereichen Physik, Chemie, Geologie, Mineralogie, Vulkanologie, Botanik, Zoologie und doch. Charles Darwin war wegen seiner wesentlichen Beiträge zur Evolutionstheorie einer der bedeutendsten Naturwissenschaftler. Nobel war ein Chemiker und Erfinder des Dynamit sowie Stifter und Namensgeber des Nobelpreises. Dann Röntgen, er entdeckte die unsichtbaren Strahlen. Für seine Erfindung erhielt er den Nobelpreis für Physik. Dann Max Planck, er gilt als Begründer der Quantenphysik. Auch er erhielt den Nobelpreis. Dann Marie Curie, tolle Frau, eine Physikerin und Chemikerin. Nach ihr wurde die Fachhochschule für Tourismus und Biotechnologie in Meran benannt, auch FUS genannt. Dann Albert Einstein, gilt als einer der bedeutendsten theoretischen Physiker der Wissenschaftsgeschichte. Na, das muss ich mir mal ansehen, was da unten auf der Erde so abgeht. Aha. Alles fleißig. Athene voll in ihrem Element. Hält Vorträge, gibt Unterricht und weiß alles besser.
Die Köpfe der Leute rauchen schon. Sie kommen vor lauter Lernen gar nicht mehr zum Schlafen. So kann es auch nicht weitergehen. Meine sehr verehrten Götter, es gehört zu meinen Pflichten, euch von den Ereignissen auf der Erde zu berichten. Athene bekommt leider nie genug. Das finden die Menschen nicht sehr klug. Ihr müsst das Experiment vertagen, sonst wissen die mehr, als sie vortragen. Schrei doch nicht immer so. Kannst du denn auch mal was tun? Wie wäre es mit einem mächtigen Gewitter? Ja, sofort. Wo ist mein Donnerkeil? Zu Ihren Diensten, bitte der Donnerkeil. Ach, ist er ja. Gar nicht alles. Du hast die Menschen total überfordert. Das sind ja schließlich keine Götter. Nun bekommt Dionysos seine Chance. Dionysos! Ja, ja, chillt mal, Leute. Immer mit der Ruhe. Na, hör mal, wie sprichst du mit deinen Eltern? Das geht nicht. Mit mir wird es jedenfalls viel lustiger als mit dieser Nervensäge, schrecklichen Nervensäge Athen. Und mach nur, was mir gefällt. Das Wein, das ist meine größte Lust. Immer trinken, dann gibt's keinen Frust. Ein einziger Zug leert meine längst nicht genug. Lächeln, singen, feiern, trinken, lasst uns alle Freunde sein. Ohne Sorgen bis zum Morgen. Gemütlich. Hermes, Hermes, unterhalte euch noch ein bisschen die Leute für mich.
besten Job. Ich bin Götterbote, das finde ich echt. Kaufe meine Reifen, brauche ich weder Zoll noch Pass. Meine Schuhe haben Flügel, voll fett krass. Wäre toll. Vaters, macht euch noch etwas Beatbox. Natürlich. Eine ausgelassene Stimmung und fröhliche Menschen. Ich fühle schon wieder diesen Beat in meinen Füßen. Und jetzt stehen wir alle gemeinsam auf. Hopp, hopp. Und jetzt üben wir die Bewegungen zum nächsten Lied. YMCA. Haben Sie jetzt alle verstanden? Naja, nicht so genau geschaut. Isabel, warst du es? Ja, aber ich glaube nicht, dass ich es verstanden habe. YMCA. Haben Sie es jetzt alle verstanden? Na, nur wir üben, war besser. YMCA. Haben Sie es jetzt alle verstanden? Ich glaube schon. Thank you.
Ha. Das sieht ja recht lustig aus. Dionysos voll in seinem Element. Ein Fest jagt das nächste. Alle tanzen, schwanken, sind lustig. Niemand arbeitet mehr. Alle geben nur Geld aus. Meine sehr verehrten Götter, es gehört zu meinen Pflichten, euch von den Ereignissen auf der Erde zu berichten. Erst ging es mit Dionysos noch sehr fröhlich zu, doch nun wird es immer ausgelassener. Ihr müsst das Experiment aufhören, es scheint die Menschen zu zerstören. Erschreck mich nicht. Hast du mich nicht gehört? Nein, nicht wirklich. So tu doch etwas. Hole Dionysos sofort zurück mit einem mächtigen Blitzlichtgewitter. Ja, sofort. Wo ist mein Fotoapparat? Ach, hier ist er ja. Ich wusste ja, dass meine Ordnungsliebe nur Vorteile bringt. Zu Ihren Diensten. Hier ist Ihr Fotoapparat. Sie hatten ihn im Wolkengarten liegen lassen. Ja, egal. Hey Leute, war das anstrengend. Ich bin ein richtiger Partyheld. Ab ins Bett mit dir. Du hast es jedenfalls auch nicht geschafft. Husch, husch. Jetzt ist endlich Apoll dran. Der wird es schon meistern. Da bin ich mir ganz sicher. Apoll, Apollchen, Apollolein, komm doch mal zu uns. Wollte mich jemand sprechen? Ja, deine Eltern rufen dich. Du sollst die Menschen mit deinen Künsten beeindrucken, was dir gar nicht schwerfällt. Ach ja, sehr gerne. Ich habe erst kürzlich eine Oper komponiert in His His Moll. Das Hauptthema ist als Doppelfuge konzipiert. Ach ja, und heute Nacht ist mein Lebenswerk entstanden. Die Musik ist auf einem Ostinato-Rhythmus in Dreivierteltakt aufgebaut, der von Trommeln während des gesamten Stückes durchgehalten wird. Darüber werden 265-taktige Melodien A und B in jeweils 18 Variationen gespielt. Und zwar in den Kombinationen AA, BB, BA, AB, BBA. Nun geh schon! Sei nett mit der Bull, ansonsten bekommt er nur Schluckauf und ich Migräne. Dürfen mich meine Musen begleiten? Meinetwegen, ja. Ich bin die Muse der schreibenden Künste, der epischen Dichtung und Rhetorik. Ich bin die Muse der Helldichtung und der Geschichtsschreibung. Ich bin die Muse der Sternenkunde. Ich bin die Muse der Liebesdichtung, der Lyrik, des Gesanges und Tanzes. Ich bin die Schutzgöttin der Künste. Ich bin die Tanzfreudige. Ich bin die Muse der tragischen Dichtung. Ich bin die Muse der komischen Dichtung und der Unterhaltung. Wir sind die Musen der Hymnendichtung und Pantomime. Ich bin die Musikschulmuse, die Muse aller tollen Musikschulen und übertollste Musikschule über Etsch, Mittleres Etschtal. Haben wir die Musikinstrumente, Farben, Pinsel, Gedichte und so weiter dabei? Alles dabei! Urwoll! Dann kommt meine Künste, wir werden gleich die Welt erfreuen. Yeah.
Oje, muss ich mir das anschauen? Darauf habe ich keine Lust. Aber es ist mein Job. Gut, ich guck mal. Aha, da wird gesungen, einige tanzen, andere malen. Dahinter wird musiziert, lauter Dichter, Maler, Sänger, Schauspieler, Bildhauer, Musiker, Schriftsteller und Komponisten. Mittendrin Apoll und seine Musen. Aber auf die Dauer scheint das eine brotlose Kunst zu sein. Die Künstler sind schon ganz abgemagert. Niemand kümmert sich mehr um Essen und Trinken. Meine sehr verehrten Götter, es gehört zu meinen Pflichten, euch von den Ereignissen auf der Erde zu berichten. Die Menschen sind von Apolls Künsten ganz besessen. Doch zu leben haben sie total vergessen. Oh nein, ihr müsst das Experiment beenden, um größeres Unheil abzuwenden. Was ist denn heute mit dir los? Na, Hera, was sagst du nun? Apoll hat es auch nicht geschafft. Ich muss ihn zurückrufen. Zeus, bitte nicht den Blitz, den verträgt er nicht. Davon bekommt er Schluckau. Na gut, dir zuliebe mache ich nur ein hübsches kleines Wetterleuchten. Dina, schalten Sie bitte kurz das Licht ein und wieder aus, aber sanft. Das tut mir leid. Der Lichtschalter ist kaputt. Ach, das auch noch. Wo habe ich denn bloß meine Taschenlampe hingelegt? Hier findet man aber auch gar nichts. Hier ist Ihre Taschenlampe. Ach, hier ist sie. Na, Apoll, wo sind deine Musen? Es zog ein gigantisches Unwetter auf. Zeus, du hattest mir versprochen, dass... Es war wirklich nur klitzeklein. Deswegen eilte ich derart, dass die Musen meine Sinnen schwanden. Also ich finde, dass Apoll gewonnen hat. Das war doch gar nichts. Es ist doch traurig, wenn die Menschen nur Kunst im Kopf haben und deswegen verhungern. Bei Dionysos war es wenigstens lustiger. Aber völlig betäubt. Da war es wesentlich interessanter mit Athene. Mit Athene war es für die Menschen viel zu anstrengend. Da hat Aphrodite alles viel schöner gemacht. Aber so langweilig. Da war es wesentlich spannender mit Ares. Ich bin der Stärkste. Oh nein. Ich bin die Schönste. Oh nein. Ich bin die Klügste. Oh nein. Und ich bin gut drauf. Oh nein. Ach Zeus, meine Migräne befällt mich schon wieder. So sprich doch endlich ein Machtwort. Stopp! Könnt ihr mal aufhören zu streiten? Wie? Ihr seid hier? Wo sollten wir denn bitte schön sonst sein? Ich dachte, ihr seid alle bei den Menschen. Könntest du das bitte begründen? Die Menschen sind so verändert. Sie benehmen sich, als wärt ihr alle gleichzeitig da. Wie sind sie denn? Sie haben alle eure Eigenschaften zu einer bunten Mischung kombiniert. Jeder von ihnen ist nun einzigartig. Einzigartig? Die Klugen können nun auch stark sein und die Starken auch lustig. So gibt es zum Beispiel feiernde Gelehrte oder kämpfende Sänger. Sorry? Heißt das etwa, dass Schönheit auch klug sein kann? Ja, alles ist möglich, da die Menschen so unterschiedlich sind. Und wer hat jetzt gewonnen? Stopp! Alleine hat es keiner geschafft.
Aber ihr alle zusammen habt die Olympiade gewonnen. Yeah! Na, dann komponiere ich doch gleich die olympische Hymne für die Siegerehrung. Yeah! Und ich besorg mal die Getränke. Yeah! Dann ist das Ganze also mehr als die Summe seiner Teile. Das wird Aristoteles bestimmt interessieren. Yeah! Ich muss mein Outfit sofort auf die Goldmedaille abstimmen. Yeah! Habe ich doch schon immer gesagt. Ich bin der Stärkste. Yeah! Meine Kopfschmerzen sind wie weggeblasen. Zeus, du bist doch wirklich der Allerbeste.
So, liebes Publikum, natürlich müssen wir uns auch noch bei einigen Leuten bedanken. Und zwar bedanken wir uns als erstes recht herzlich beim Direktor der Musikschule Überetsch Mittleres Etschtal, Herrn Direktor Dr. Konrad Biechler und unserer Sekretärin Evi Spitaler. Dann bei der Gemeinde Nals für das Bereitstellen des Saales und der Hausmeisterin Judith für ihre Hilfe. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Nals und bei Martin Lindner für den super tollen Bühnenaufbau. Bei den Sponsoren Raiffeisenkasse Etschtal, Firma Brogart Andrian und der Kellerei Darlan. Und zum Schluss bei den Licht- und Tontechnikern Jürgen Hafner und Andreas Hanni. Und bei Noah Sendelhofer und Anton Ludwig Wilhelm für den Film. Und ich bedanke mich bei meinen Schülern. Super. Herzlich bedanken bei allen Eltern, die für die Kostüme gesorgt haben und die Kinder allem geschickt haben, wenn ich auch noch schnell geschrieben habe, heute wieder Probe, heute länger Probe, aber recht vielen Dank für die Unterstützung. Danke fürs Kommen und Camps alle gut haben. Und der Meier Werner.